Ja, herzlich willkommen hier an der Luftrettungsstation in Freiburg, der DRF Luftrettung. Mein Name ist Oliver Barth, ich bin hier Pilot und Stationsleiter. Wir fliegen im Jahr ca. 1500 Einsätze. Davon werden so ca. 20-25% Sekundäreinsätze und der Rest werden dann Primäreinsätze. Die Besonderheit hier an unserer Station ist, dass wir zum einen nicht nur ein reiner Rettungshubschrauber sind, sondern auch ein Intensivtransporthubschrauber, der dann auch noch ausgestattet ist mit einer Winde und dass wir an einem Flugplatz stationiert sind. Luftrettung ist Teamwork, weil einfach drei Berufsgruppen ineinander greifen müssen. Das ist einmal die Fliegerei mit dem Piloten, der die medizinische Crew zum Einsatz bringt. Da wird er unterstützt von dem Notfallsanitäter, der in seiner Zusatzfunktion als HEMS-CC, sagen wir, in der Fliegerei unterstützt und dann an der Einsatzstelle die Rolle wechselt und zusammen mit dem Notarzt dann die Patientenversorgung übernimmt und dann auch den Patiententransport. Rheintal sieht gut aus, Schwarzwald. Ja, unsere Station hier in Freiburg, die liegt am Fuße des Schwarzwalds. Das befähigt uns als Rettungshubschrauber, unsere beste Möglichkeit auszuspielen, nämlich die Geschwindigkeit. Das Gelände selber ist wellig und hügelig, als Mittelgebirge charakterisiert. Man kann sich natürlich vorstellen, dass man an diesen schrägen Hängen nicht überall eine Landemöglichkeit findet. Deswegen sind wir auch mit einer Rettungswinde ausgestattet, mit 90 Meter Seil. Die setzen wir dann ein, wenn wir nicht landen können. Zum einen, um entweder den Notarzt direkt an der Einsatzstelle mit der Winde abzusetzen, aber auch vor allem dann, um die Patienten aus diesem Gelände heraus abzubergen. Dann freue ich mich eigentlich jedes Mal drauf, dass ich zum Fliegen kommen darf, dass ich mich mit den Kollegen unterhalten darf, dass ich mit den Kollegen arbeiten darf, dass wir den Menschen helfen können. Also das Rundum-Paket macht einfach Spaß.